Mega happy verkündeten Bibi und Julian die Neuigkeiten in ihrem Video. Das Paar hat sich verlobt. Am Dienstag, den 3. Juli, ging Julienko mit einem Ring und einem Strauß Rosen vor seiner Freundin auf die Knie und fragte sie. Und Bibi sagte natürlich ja. Wir würden natürlich schon gerne, dass das Kind auf die Welt kommt und wir als Familie richtig starten und das ab der ersten Sekunde seines Lebens quasi im gleichen Nachnamen wie der Papa und die Mama hat. Deswegen Wunsch wäre es schon auf jeden Fall standesamtlich vor der Geburt zu heiraten. Das bedeutet auf jeden Fall, die Hochzeit müsste noch diesen Sommer stattfinden, denn am 4. Oktober ist schon der Geburtstermin des Babys. Ob der kleine Klaassen oder Heinicke heißen wird, überlegt das Paar noch. Auch überlegen sie, ob sie ohne Gäste heiraten und dann erst nach der Geburt des Babys eine große Hochzeit mit Freunden und Familie feiern. Psst! Schon vor Jahren hat Bibi verraten, wie sie sich ihre Traumhochzeit vorstellt. Und ihre Wünsche sind sehr außergewöhnlich. Du findest sie im Link in der Infobox. Für mehr Videos abonniere unseren YouTube-Kanal starzip.de und für mehr spannende News werde Fan von unserem kostenlosen WhatsApp-Service. Wie das geht, erfährst du ebenfalls in der Infobox.